Willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Der Audio geht jetzt mal trainieren. Wir sind wieder auf der Polizeiwache und der Audio hat grandios seinen letzten Fall gelöst. Es war wirklich eine Meisterleistung seinerseits. Ich muss ihn da wirklich loben. Er hat das sehr, sehr gut gemacht. Also Audio, lass dir gesagt sein, Papa ist stolz auf dich. Doch, doch, ich sehe mich schon so ein bisschen als Vater meiner Sims-Figuren. Ist immer so ein bisschen, da ist schon ein bisschen Gefühl drin, so ein bisschen Feeling. So, jetzt lassen wir ihn mal gefühlsmäßig ganz schnell rennen. Audio rennt. Audio hat eine Stunde trainiert. Perfekt, stopp. Jung, okay. Einen Fall zugewiesen bekommen, das sollten wir doch ganz schnell mal machen. Auf Patrouille gehen? Nein, wir sollten uns hier mal Fallzuweisung erhalten. Und jetzt setzt die setzt sich immer dann an diesen Rechner, wenn wir dahin wollen. Mutti, das ist nicht mehr lustig. Das ist jetzt echt nicht mehr lustig. Jedes Mal. Du kommst da jedes Mal angelatscht. Ich glaub das nicht, ey. Liberty ist zur Arbeit. Schön für dich, Liberty. Jetzt verzieh dich, Ute. Ute, du gehst mir auf den Keks. Du bist so ein bisschen die nervige Kollegin, die Andrea. Wo Andrea den nervigen Kollegen im Krankenhaus hat. Erinnert ihr euch? Die hatte so einen extrem nervigen Kollegen. Das ist schrecklich. Hier liegt auch noch Müll rum. Machst du das mal wegräumen hier? Ute. Ach, Ute. Ute ist echt zu nichts gebrauchen. Was ist los mit dir hier? Ach ja, weil es schlecht aussieht. Weil unfreundliche Umgebung. Ja, kann man verstehen. So. Fallzuweisung hat er bekommen. Schön. Hinweise mit der Polizeidatenbank abgleichen. Kann man, das bringt ja irgendwie nichts, weil ich keine Hinweise habe. Ist doch jetzt ein neuer Fall. Hä? Das bringt doch nichts. Bringt doch nichts. Ich habe doch jetzt schon einen neuen Fall bekommen. Fallakte anlegen, bitte. Aber ich soll ja keine Fallakte anlegen, wie hier steht. Soll ich ja nicht tun. Das ist ja nicht meine Aufgabe hier aktuell. Aber ich muss ja die Aufgaben abarbeiten. Denn sonst, ne? Ja. Bringt ja sonst nichts, ne? Hinweise zu. Hallo, ich habe einen neuen Fall. Wie soll ich das denn bitte machen? Okay, wir machen ja mal Polizeifotos. Komm mal her. Hallo, Audio. Mach mal bitte Polizeifoto. Ne, wir machen es anders. Wir legen jetzt hier die Fallakte an. In der Hoffnung, dass wir dann hier neue Dinger kriegen. Und eventuell können wir ja auch schon zum Tatort reisen. Erstmal werde ich jetzt hier aus dem Inventar, was duftet dir so gut, Kochfähigkeit, die Sachen verschwinden lassen, die Tatortfotos verschwinden hier. Viermal Tatortfotos und die Zeugenberichte, was ist das? Armer Ritter, gut. Was? Esst die doch mal fix hier. Ja, Essen ist immer gut. Gut, dass ich das Essen zur Arbeit nehme. Finde ich gut. Jetzt wollte ich noch die Zeugenberichte. Da sind sie. Auch die fliegen hier jetzt auf dem Boden. Ist mir scheißegal. Okay, wir haben hier den neuen Fall. Hinweise zu. Ich habe keine Hinweise. Geh mal auf Patrouille. Reiß mal zum Tatort. Das bringt doch nichts, Audio. Ach, genau. Das ist auch mal das Schöne. Du setzt sie zum Polizeipräsidenten zum Essen. Ist das hier der Essensraum? Sag mal, Audio, ey, was soll diese Frau denn von dir denken? Das kannst du doch nicht machen. Audio, das geht doch nicht. Alicia Nielsen ist voll gut drauf. Komm, Audio, jetzt aber mal. Sie scheint freundlich zu sein. Okay. Aber wolltest du jetzt nicht mal zum Tatort reisen, Audio? Wie lange dauert es denn jetzt zu essen? Komm, du bist doch schon fertig mit Essen. Und jetzt reist du zum Tatort. Sehr schön, Audio. Finde ich super von dir. Und da sind wir schon wieder. So, jetzt müssen wir ein paar Hinweise suchen. Oh ja, das haben wir hier gerade Sachen nicht getan. Und dafür kriegen wir hier Punkte. Das ist auch mal nicht schlecht. Das ist aber ein sehr kleiner Tatort. So, wo sind denn die Hinweise? Nimm dir mal ein Gericht. Das ist mit Sicherheit ein Hinweis wert. Oh, Dennis, was machst du hier? Zeugenbericht aufnehmen. Zeugenbericht. Und hier sind doch gar keine. Wo sind denn hier Hinweise? Tatortmäßig. Oh! Ein fehlender Fernseher. Der Fernseher wurde gestohlen. Oh, was fehlt sonst noch etwas? Hier? Der Kühlschrank ist weg. Ach du Scheiße, die haben mir Sachen geklaut. Der Kühlschrank ist weg. Heidewitzka, okay. Weiterer Zeugenbericht. Ja, Sreef, Ding Dong, Bum Bum Bum. Und Marina Jakob ist auch eine Zeugin. Okay, wir nehmen mal die Fingerabdrücke von...
vom Licht ab. Okay, ja, das ist Hinweise Tatort gesucht. Super. Hast du toll gemacht, Audio. Jetzt ist hier nochmal Zeugenbericht angesagt. Vor allem das Lustige. Weiter zur weiteren Zeugenbericht. Sehr schön. Was brauchen wir jetzt noch? Noch einen weiteren Zeugenbericht. Dann nehmen wir den von ihr nochmal. Marina konnte nicht viel beitragen. Marina, du bist nutzlos. Tut mir leid, Marina, du bist nutzlos. Es hat nichts gebracht, mit dir zu reden. So, jetzt reden wir noch mit der Dame hier, mit der Sandy. Sie steht auf, ich setze mich hin. Das ist eine gute Wahl. Okay, hier sollten wir vielleicht nochmal nach Fingerabdrücken suchen. Sandy hat von ihrem Beobachter berichtet, das ist gut. Zur Polizei und zum Tatortfotos schießen. Wo soll ich denn hier Fotos schießen? Hier gibt es nichts, wo ich Fotos schießen könnte. Nach Spuren suchen. Aha. Mehr Hinweise suchen. Okay, dann such doch mal nach Spuren hier, Audio. Vielleicht findest du ja da irgendwo was. Der Arbeitstag endet bald und da ist jemand nach Hause. Oh, da ist eine Spur. Da ist eine Spur. Beweismaterial sicherstellen. Das ist eindeutig eine Spur. Was ist da los? Aha, Beweismaterial hinzugefügt. Okay, wollen wir hier nochmal nach Spuren suchen? Audio, das hilft dir vielleicht. Aber wie soll ich hier bitte Fotos schießen, wenn da nichts ist, wovon ich Fotos schießen kann? Da war nichts, okay. Hier nochmal nach Hinweisen suchen. Audio, bitte geh nochmal dahin. Und bitte bleib noch eine Stunde länger, weil ich noch nicht fertig bin mit dir. Du bist ein motivierter Arbeiter. Oh, da war was. Da ist, hier ist doch irgendwo was. Ich hab doch, hab's doch gehört. Hier ist doch irgendwo etwas. Hier ist doch irgendwo da, der Hinweis da. Den habe ich gesehen, aber sonst kein Hinweis vorhanden. Nichts, dass ich fotografieren könnte. Oder? Was habe ich hier was übersehen? Hier sind keine Graffitis, nix. Keine Graffitis, nix ist dort. Nix ist hier, nix ist dort, nix ist überall, irgendwo. Kann ich hier nicht irgendwo ein Foto machen noch? Foto von den Damen hier vielleicht? Hilft das? Na, Fingerdrück wurde bereits durchgeführt, okay. Aber was soll ich hier denn jetzt noch fotografieren? Ich kann ja keine Tatortfotos schießen, ich kann was soll ich... Vielleicht hier nochmal nach Spuren suchen. Slip, komm raus. Okay, Audio ist hier der Blitz, der Witzmacher 5000. So, jetzt machen wir den Radar an. Okay, hier ist auch nichts. Zumindest nichts, was ich jetzt auf Anhieb sehen würde. Nee, da ist nichts. Da scheint nichts zu sein. Ja, gut, dann müssen wir wurde über zur Polizeiwache zurückklären. Audio, zur Polizeiwache zurück. Jawohl, bitteschön, dankeschön, yay. Okay, auf zur Polizeiwache. In der Hoffnung, dort was zu finden, was uns weiterhilft. Ja, Tatortfotos schießen haben wir jetzt nicht so viel gemacht. Hinweise mit Polizeidatenbank abgleichen. Beweismaterial analysiert. Okay, wir schnappen uns mal hier die Zeugenberichte und gleichen die mal ab, wenn die Dame sich da mal von meinem Platz verzieht. Hör auf, deinen Freunden hier E-Mails zu schreiben und sieh zu. Sieh zu, weg da, von meinem PC. Carina Offermann, Assistentin, weg da. Move. Beweg dich. Verzuckel dich. Och Mann, jetzt geh doch. So schwer ist das doch nicht. Einfach beweg deinen fetten Arsch. Hab ich dich gesagt. Sowas würde ich niemals sagen. Nein, nein, nein. So, Audio, was sagt denn so Google noch dazu? Erstmal geht's in die DOS-Konsole. Ja, wir suchen den und den und den. Da ist meine wieder eine Truller-Oma, Sophie Heck. Und da ist Ute Lamberts. Ich seh dich, Ute. Ich seh dich. Hm, hier. Ich seh dich. Ich weiß Bescheid über dich. Nur, dass du Bescheid weißt. So, wir locken uns kurz ein und haben nichts herausgefunden. Okay, haben wir was herausgefunden? Wir können ja vielleicht mal Hinweise hinzufügen. Audio, was sagst du dazu? Hinweise hinzufügen. Vielleicht findest du ja noch was. Vielleicht ist da noch was hilfreich. Es könnte sein. Es wäre doch möglich, Audio. Okay. Der Faden bringt nichts. So bringt der Faden vielleicht auch nichts. Ah, Hinweis gefunden. Okay. Verdachtsperson trägt einen Rock. Es ist auf jeden Fall ein Mann. Okay. Es ist auf jeden Fall ein Mann. Eine Stunde treten unter Beweismaterial analysieren. Aber ich glaube, wir schaffen beides nicht mehr. Wir probieren es mal mit Beweismaterial analysieren. Die Fingerabdrücke. Audio, komm. Guck mal, wie viel wir hier noch schaffen in... 18, 17, 16, 15.
Okay, das macht er sogar noch zu Ende Audio. Das ist super. Schick beendet. Ein Urlaubstag. Juhu, aber wieder keine Beförderung. Und da sind wir wieder in der Gartenresistenz. Gartenresistenz, ja, der Garten hier ist eindeutig resistent. Sieht aber gerade gar nicht so unresistent aus. Wir können es mal kurz hier pflegen und alles ernten. Das ist ja deine Lieblingsbeschäftigung, während Travis bringt gerade Müll raus. Travis, das ist vorbildlich. Du möchtest allerdings gerne auch was programmieren, habe ich gehört. Ich habe gehört, das gehört so zu deinen Steckenpferden hier. Programmier mir doch mal. Modifizier mir doch mal Sims Forever. Das hast du ja noch nicht modifiziert. Finde ich Liberty nach Tag fragen. Liberty ist arbeiten. Die alte Oma. Was geht denn los? Was ist hier für ein Saustall? Sag mal, da liegen Turnschuhe. Was ist das? Ach, das ist der Tatort, an dem ich vorhin... Da hätte ich wahrscheinlich vorhin Fotos von machen sollen. Von dem Scheiß hier draußen. Von dem Vandalismus. Das hätte mir mal einer sagen sollen, dass ich davon Fotos machen soll. Hätte ich befördert worden. Och, Mann. So macht es doch keinen Spaß. Okay, der Kollege, der modifiziert sich hier die Seele aus dem Leib. Oh, was ist kaputt gegangen? Was ist hier los? Was ist da los? Was soll das? Warum dieser Sound? Ich mag diesen Sound nicht. Ich finde den Sound gar nicht nett. Das ist nicht schön. Why that sound? Level 9 Programmierfähigkeit. Mein Held. Du bist mein Held, Travis. Nicht nur, dass du es mit der alten Oma aushältst, was ich nicht verstehen kann. Außerdem bist du hier noch voll dabei. Level 9. Also... Ich würde eine Party für dich schmeißen, wenn ich das Geld dafür hätte. Aber mit dem klammen Budget hier kann ich keine Party schmeißen. Das reicht gerade mal für ein bisschen Koks und eine Handvoll Nutten. Das reicht nicht. Das kann ich dir nicht bieten. Mehr kann ich dir nicht bieten und das reicht dir nicht. Ich weiß, du hast da höhere Ansprüche. Du magst dann lieber Omis und so. Das ist dann eher dein Stil und dementsprechend kann ich dir da nicht helfen, mein Freund. Naja, aber muss halt ohne Koks und Nutten auskommen. Ich denke, das schafft er gerade noch irgendwie. Aber wer weiß, vielleicht, wenn wir hier beim Audio mal alles verkaufen, könnte das doch klappen. Er hat's kaputt gemacht, war klar, gut, du hast was zu tun, reparier das Ding, du Arschloch. Eigentlich mochte ich dich, aber das hast du gerade versaut. Das hast du gerade versaut. Das hast du gerade eiskalt über den Jordan gekippt. Also das kannst du vergessen. So, der Herr Audio möchte auf jeden Fall eine Runde schlafen. Hier Energie tanken im Zelt. Das ist sein großer Wunsch, das ist sein Lebenstraum, das erfüllt den jungen Audio. Ja, ist so. Hashtag ist so. Na gut, so Audio schnappt sich jetzt hier noch die letzten Sachen aus dem Garten und dann sollte er sich dahin bewegen und dann könnte er auch nochmal hier eine Runde Fernsehen gucken, oder? Kanal schauen, so ein Action-Kanal-Ding. Liberty ist zu Hause. Hey Liberty, bist ein bisschen angespannt, willst dringend Urlaub haben. Kriegst du aber nicht. Hier, mach mir lieber die Rakete. Erkunde mal ein bisschen das Weltall, was hältst du davon? Ich hoffe, dass du dabei nicht vom Schrank irgendwie umkippst oder so, aber jetzt fliegst du erstmal runter ins Weltraum vor allen Dingen. So, Türchen auf, Omi rein, Türchen zu. Die erste Seniorenastronautin der Welt macht sich auf den Weg ins Weltall. Juhu, tschüss. Ja, tschüss, sage ich dazu nur. Der Travis ist fertig, der möchte die Teile plündern. Ein Asteroid rast auf einen Planeten zu. Was soll Liberty tun? Mit Schiff abfangen oder versucht man den hochzujagen? Hochjagen ist doch super. Hochjagen ist doch ideal. Ideal Standard. So, das kann ihr wegwerfen und dann kannst du... Erfolg! Der Asteroid wurde zertrümmert und die Einzelteile verglimmen in der Atmosphäre. Liberty kann ein paar abgesprengte Schiffsfragmente einsammeln. Oh, schön. Schiffsfragmente? Schlafen. Was? Liberty hat einen Meteorstein gefunden. Geil. Let's Meteorstein. Sehr geil. Und da ist die Oma schon wieder da. Also können wir doch normal fliegen, oder? Hopi Ramish. Ding dong. Ding dong, bla bla blub blub. Was hast du da gefunden für ein schönes Steinchen? Zeig doch mal. Ach ja, der gewöhnliche Meteorstein. Können wir da hinstellen, du fliegst doch mal. Flieg und Sieg. Wieso hat hier eigentlich jeder Essen? Das darfst du mal aufräumen. Und da ist der nächste Flug angesetzt. Schön. Ich hoffe mal, dass du in der Rakete nicht einpennst. Audio und so, die pennen jetzt alle? Ja, eigentlich schon.
Ein kleines Schiff gesichtet. Liberty beißt gerade in ihre Astronauten-Eiscremeschnitte, als sie ein kleines Raumschiff entdeckt, das ihr Schiffzeichen gibt. Zeichen zu geben scheint, steckt sie einfach in Schwierigkeit. Liberty wird sich das näher ansehen. Aha. Weltraumduell. Wir nehmen natürlich an. Wir haben ja alles ausgebaut bis auf Duell. Okay, angreifen. Attacke. Nicht so gut gelaufen. Oh, komm, nee, wir kämpfen weiter. Wir kämpfen hier weiter. Wir kämpfen bis zum bitteren Ende. Wir schaffen das. Unentschieden. Liberty erinnert sich an einen raffinierten Trick. Sie schützt die Lippen und stößt einen schrillen Alien-Paarungsschrei aus. Der egomanische Pilot richtet zwei Augen auf den Horizont und eins auf den Spiegel, sodass Liberty einen Moment aus den Augen verliert. Liberty landet einen erneuten Treffer, als die Zeit abläuft und es steht unentschieden. Na gut, sie fliegt stolz nach Hause. Noch ein Meteorstein. Oder wie soll ich das verstehen? Oh, halt, langsam an. Omi, was los? Omi? Wo willst du denn? Ach, du willst das wegräumen. Okay. Zweiter Meteorstein. Ist ja nicht so, dass es der gleiche Meteorstein ist, oder? Nein, das ist ganz mit großer Sicherheit nicht der gleiche Meteorstein. Ganz sicher nicht. Nein, 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 ich bin mir sicher, das ist nicht der gleiche Meteorstein. Nee, nee, nee. So, Oma möchte schlafen. Kriegt sie auch. Das wollen wir ihr nicht verwehren. Danach muss sie ihre Blase entleeren. Oma-Blasen sind immer ein bisschen kleiner. Wir haben hier gar nichts zu essen mehr, oder? Wir haben nichts zu essen. Audio, koch mir was. Travis, koch mir was. Komm. Omi schreit schon. Omi kann ja nicht selber kochen. Koch was. Du Sack, du kannst ja nicht kochen. Hier, mach Makaroni mit Käse, das kann jeder. Das kann jeder so ein bisschen zusammenwürfeln, glaube ich. So, jetzt ist hier erstmal Warterei bis 4 Uhr angesagt, weil dann erst die gute Summer kommt. Und ich glaube, wir machen jetzt hier eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play The Sims 4. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.